Internationalisierung ist zentral, weil wir uns mittlerweile einfach in einer sehr global vermischten Welt befinden. Für uns ist entscheidend, dass wir insbesondere unsere Lehramtsstudierenden mehr ins Ausland schicken und dadurch auch unsere Internationalisierungsquote erhöhen, denn wir wollen ja Leute in die Schulen schicken, die ein bisschen mehr gesehen haben als nur diese Stadt und den Campus. Die Erfurt School of Education organisiert eine Vielzahl an internationalen Maßnahmen, damit angehende Lehrkräfte interkulturelle Erfahrungen sammeln können, sich global vernetzen können und mit Studierenden aus anderen Ländern zusammenarbeiten. Die Offenheit für Studierende, anderen Kulturellen offen gegenüberzustehen, gerade für heterogene Schulzimmer, die wir mittlerweile haben, unterschiedliche Kulturen von Kindern, Sprachen, die uns im Unterricht begegnen, sind immens wichtig. Erfurter Lehramtsstudierende sammeln zahlreiche Praxiserfahrungen. Sie haben die Möglichkeit, sowohl während des Bachelorstudiums als auch während des Masterstudiums viele schulpraktische Einblicke zu erhalten und das sowohl hier in der Umgebung als auch in der Welt. Also Internationalisierung auf dem Campus hat mehrere Gesichter. Wir haben die Studierenden, die zu uns hereinkommen. Wir haben die Studierenden, die wir ins Ausland schicken und die hernach, wenn sie zurückkommen mit ihren Erfahrungen, natürlich die Campus-Community bereichern. Und wir haben die Digitalisierung. Die gibt uns jetzt die Chance, dass wir uns mit Studierenden und Lehrenden zusammenschließen können, die gar nicht auf dem Campus sind und dadurch ganz neue Formen von internationalen Gemeinschaften erzeugen können. Und darauf kommt es in den nächsten Jahren an. Bei der Vorbereitung sieht das so aus, dass man Unterstützung bei der Organisation erhält, dass man eine grobe Idee hat, was sind die Ziele, die ich im Ausland erreichen möchte. Dann wird man auch während des Praktikums ganz engmaschig supervisiert, also man erhält eine Rückmeldung von Dozierenden, auch von Kommilitoninnen und Kommilitonen, sodass sie den größtmöglichen Nutzen aus dieser Erfahrung ziehen können. Ja, wir haben das große Glück, dass sich sehr viele Kolleginnen und Kollegen an der Uni Erfurt mit Lehrerinnenbildungsforschung beschäftigen und auch mit Forschung zum Lehrberufen, wie zum Beispiel Lernen mit Videos in der Lehrerinnenausbildung, aber auch mit Podcasts wird gelernt. Wir versuchen schon, einfach die Angst vor diesem Fremden abzubauen und Neugierde zu wecken. Das geschieht einfach schon direkt in den Bachelorstudiengängen durch so kleine Aktionen. Also, dass zum Beispiel Seminare stattfinden, die mit Erfurter Studierenden bespickt sind und auf der anderen Seite eine andere Klasse in der Welt, zum Beispiel haben wir Ecuador, Quito, und die beiden Kurse arbeiten zusammen und tauschen sich dann auch über zum Beispiel Begriffe wie Behinderung aus. Wenn Sie als Studierender hier in Erfurt eingeschrieben werden, man merkt quasi gar nicht, dass Sie Lehramt studieren. Im Gegensatz zu anderen Studienstandorten, an denen die Lehramtsstudiengänge immer ein bisschen neben den klassischen einfächerigen Bachelorstudiengängen laufen, hat Erfurt sehr gezielt ein Zweifach-Bachelor-Studiumsprofil. Und da merkt man gar nicht, dass zum Beispiel in der Philosophie oder in der Anglistik, in der Germanistik ein Lehramtsstudent oder eine Lehramtsstudentin sitzt, sondern die sind da genauso eingeschrieben wie alle anderen auch. Kooperationspartner im Ausland haben den Vorteil, dass sie mit der Uni Erfurt eine Universität gewinnen, die unglaublich breit aufgestellt ist, die viel Engagement da reinsteckt, ihre künftigen Lehrerinnen und Lehrer bestmöglich auszubilden. Dafür organisieren wir internationale Sommerschulen, zu denen wir angehende Lehrkräfte von Hochschulen aus ganz Europa einladen. Wir veranstalten Exkursionen und fahren mit unseren Studierenden für 5 bis 10 Tage an Partnerhochschulen, damit sie erleben, wie das Lehramtsstudium in anderen Ländern funktioniert. Ich finde auch, dass eine interkulturelle Kompetenz bedeutet, dass man von seinen eigenen Werten und Bezugssystemen einfach ein bisschen zurücktritt und nochmal Neues in seinen Kopf lässt.